Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es darum, eine neue PHP-Version bei Laragon zu installieren. Ich habe da schon zwei Videos gezeigt, wie man Laragon fest auf dem Computer installieren kann und wie man die portable Version verwendet. Und jetzt möchte ich dir zeigen, wie man eine neue PHP-Version sich in Laragon zugänglich machen kann. Ein einfacher Weg wäre an und für sich, wenn du hierher gehen würdest, auf rechte Maustaste, habe ich ja natürlich dementsprechend verwendet, auf Tools, auf Quick Add und PHP. Das funktioniert leider nicht immer, deswegen muss man sich dann PHP manchmal dann herunterladen. Das geht aber sehr einfach und sehr schnell, wenn man weiß, wo man es dann hin tun muss, die Datei, die man herunterlädt. Ich habe hier bei mir die Version 5.4.9 installiert und wenn ich mir eine andere PHP-Version herunterladen kann, gehe ich auf windows.php.net download, habe eine Auswahl an verschiedenen Varianten. Ich brauche eine ZIP-Datei und ich nehme hier die TradeSafe-Variante. Die lade ich mir jetzt herunter und ich lade mir sie in den PHP-Ordner meines Laragon-Ordners. Ich zeige dir das jetzt einmal. Ich lade das runter und stelle den Pfad dann ein. So, ich bin jetzt hier in meinem Ordner mit Laragon. Ich habe die portable Version. Das schaut dann bei dir, wenn du es fix installiert hast, an und für sich genauso aus. Du musst dir nur den Laragon-Ordner suchen. Da klicke ich dann hinein, gehe dann in den Bin-Ordner und habe dann hier die PHP-Ordner. Und da habe ich dann hier die PHP 4.9 Version in einem Ordner drin. Wenn ich da hineingehe, habe ich dann hier die wichtige PHP-Exe-Datei. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich habe mir die Datei hier in diesen PHP-Ordner heruntergeladen, diese ZIP-Datei. Mache jetzt rechte Maustaste und in ZIP dann über alle extrahieren diese Datei, dass ich dann auch einen Ordner bekomme, eben dann mit dieser 7.4.12er Version. Du kannst dann auch eine neuere Version natürlich schon haben. So, ich habe mir das jetzt hier entzippt. Die ZIP-Datei ist zu diesem Ordner hier geworden. Wenn ich hier hineingehe, schaut das wieder ähnlich aus. Ich habe hier eine Exe-Datei. So, jetzt bin ich hier wieder zurück in meinem Laragon Benutzeroberfläche. Jetzt mache ich rechte Maustaste, Tools. Gehe dann auf, ich gehe auf PHP Version und sehe dann hier schon, dass er mir hier dann diese Version hier schon anbietet. Das heißt, er hat automatisch erkannt, dass jetzt hier ein Ordner 7.4.12 drinnen ist. Ich wähle mir das jetzt hier aus und er hat schon die PHP Version dann umgestellt. Und wenn ich jetzt hier alle Dienste starte, also meinen Webserver starte, dann kann ich hier jetzt auf Web klicken. Und ihr habt mir schon hier die PHP-Version 7.4.12 installiert. Also so schnell geht es, dass ich hier switchen kann und, zwischen PHP-Versionen und dass ich auch eine neue PHP-Version dann installieren kann. Ja, ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dass deine neue Version oder auch eine ältere Version natürlich dann von PHP bei deinem Webserver Laragon ganz einfach installieren kannst. Wir sehen uns sicherlich bald wieder bei einem neuen Video.